Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Das war eigentlich mein geplantes Let's Play. Und ja, man sieht, ich habe hier schon 3 Spiele geöffnet, weil ich testen musste. Ja, und ihr seht, das ist leider auf Englisch. Ich hab's. Deutsch! Wusste ich gar nicht. Volltreffer. Ja. Ich habe ja darüber geredet, dass ich ein geplantes Projekt hatte. Und das war mein geplantes Projekt, Ocarina of Time, weil ich direkt nach Zelda Link to the Past. Nein! Oh, Mist! Aber wir sehen uns gleich wieder. Ich habe mich verklickt. Bis gleich. Okay, nochmal von vorne. Das ist ein bisschen laut. Ich muss jetzt mal die Boxen richtig einstellen. Das ist zu leise. Ja, so, das ist okay. Was wollte ich nochmal sagen? Ja, mein geplantes Let's Play nach Link to the Past war, dass wir Ocarina of Time weitermachen. Denn Moment, erstmal die Namen eingeben. Dann, solange die Geschichte läuft, kann ich erzählen, was los war. RDAK. So. Was jetzt Sache ist. Ich habe ja gesagt, dass ich ein geplantes Let's Play habe. Schon das dritte Mal jetzt. Und jetzt seht ihr das ja. Das ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hab's damals gekauft, als die neue GameCube rauskam. Als die GameCube zum allerersten Mal rauskam. Die silberne mit dem Legend of Zelda Special, wo Wind Waker dabei war und Ocarina of Time plus Master Quest. Okay. Der Pfeil ist da drin. Sorry, Leute. Master Quest. Ich habe das beides noch immer hier. Ich habe es in die Wii reingepackt und getestet mit meinem Hop Hog HVR 900. Aber das Problem war, er hatte Probleme mit den 60 Hertz. Ich weiß nicht wieso, ich saß hier eine Stunde dran, habe versucht das zu regeln. Aber es hat nicht funktioniert. Ich hatte dann so einen fetten grünen Rand unten, keinen schwarzen. Und das ist nicht das einzige Problem gewesen, sondern das Game Audio und das Game selbst. Game Audio, Game Video, die waren nicht synchron. Also, musste ich mich dafür entscheiden, den Emulator zu benutzen. Aber hier funktioniert das ja alles zum Glück auch. Können wir jetzt auf Deutsch spielen. Ich dachte, das geht nur auf Englisch. Aber Glück gehabt. Und das ist schade, dass ich das. Ich muss hier jetzt leider. Das ist ein kleines Bild, aber Sprei ist eigentlich auch okay. Ich wollte es eigentlich auf dem Fernseher spielen, auf der Wii, aber leider wollte das wohl jemand nicht. Egal, das ist jetzt das geplante Let's Play, das ich hatte. Habe ja dann Heavenly Sword gespielt, auf dem Höllenmodus, als mein Dazzle nicht mehr funktionierte, aber wie es aussieht, hat das neue Aufnahmegerät auch Probleme damit gehabt. Aber ist ja auch nicht so wild, ihr seht, das funktioniert. Und wir werden jetzt Legend of Zelda Ocarina of Time spielen. Ist ein Spiel, das sehr oft geschwärmt. Gibt genug Let's Plays darüber. Aber das hält mich nicht davon ab, selber das zu spielen. Ihr habt gesehen am Anfang die ganzen Namen da, die da aufgelistet waren. Ich habe geguckt, ob das alles synchron läuft und auch wenn ich das rendere und so. Es funktioniert. Auch als ich es gerendert habe, lief das noch immer synchron. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt noch meinen Audiokommentar mit dazu gebe. Aber ich hoffe, es funktioniert. Ich werde jetzt einfach die Aufnahme normal starten. Wenn wir Glück haben,
kann dieses Let's Play beginnen. Navi ist ein bisschen verwirrt. Da ist unsere kleine Fee Navi. Bam! Die scheint wohl besoffen zu sein. Ja, Kopfschütteln hilft nicht sehr viel. Das Eigenartige ist, die hat keinen Kopf, die ist nur so ein Glühwurm. Die ist nur so ein Stück Licht. Ein Stück Licht mit Flügeln. Ja, das ist unser Held, Link. Leider. Wieso sage ich immer leider? Nein, es ist Zardak. Ich. Ich konnte ihn auch Hamsatos nennen, aber. Kurzer Name, ganz schlicht und easy. Ich habe ja alles schon eingestellt, das Pad und so. Ich würde jetzt. Na, egal, ich nehme erstmal eine halbe Stunde direkt auf und dann checke ich dann, ob das alles funktioniert. Wenn nicht, dann. Oh, alles von vorn. Ja, ich glaube, ich habe alles. Ja, alles gedeckt. Alles wurde gesagt, was gesagt werden sollte. Ja, nach Link to the Past war das mein Projekt. Ging nicht. Tja, hatte ich Pech gehabt. Das Aufnahmegerät, Video Capture Card wollte leider auch nicht mitmachen. Hatte ich wieder Pech gehabt. Und wenigstens lässt mich der Emulator nicht im Stich. Ich habe das versucht mit Fraps und mit Hypercam zu aufzunehmen. Hat beides funktioniert zum Glück. Bei Fraps muss ich nur die Frames per Second auf 50 stellen. Die waren davor auf 30 und dann hat es auch funktioniert. Okay. Los geht's. Ah. Das ist unser kleiner. Das ist ein Feen der Kokiri, weil zum Glück zeigen sie das immer den Ort, wie der heißt. Der Kokiri, weil das ist einer von. Das ist kleine Elfen? Gefüllter Wald, die alle eine Fee besitzen. Zu unserer Fee. Sie heißt Navi. Was haben wir denn hier? Ah, das habe ich vergessen zu ändern. Das ist verkehrt rum. Das haben wir hier. Ein Schwert und Schild besiegt. Ein Dinosaurier? Was? Was ist dieser Klecks da oben? Ist das so ein Punkt? Hat er mit einer Pistole angegriffen oder was ist da los? Ah, egal, weg hier. Was wir jetzt machen müssen. Ja. Das ist. Wie heißt denn die überhaupt? Hey, eine Fee. Eigentlich hast du auch eine Fee, Fabi. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du auch ein wahrer Kokiri. Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst. Das ist eine große Ehre, von dem Dekobaum zu treten. Ja, okay, jetzt reicht. Ich habe keine Lust darauf. Auf zu reden. Ja, das ist die Saria, wie ihr wollt. Und das wird euch den ganzen Spiel lang verfolgen. Also, das wird die ganze Zeit im Spiel auftauchen. Dass diese kleine nervige Fee euch unterbrechen will. Aber was wir vormachen müssen, wir müssen Cash sammeln. Die kriegen jetzt 5 umsonst. Nur für ein bisschen rumspringen. Aber ich zeige euch wieso. Ey, was machst du da? Wieso wir ein bisschen Geld sammeln müssen. So, dieser Sack, der lässt uns nicht durch. Weil das ist der Weg zum. Warst du feenloser Versagen? Du kleiner Saftsack. Ja, wir müssen jetzt leider, sagt er bestimmt jetzt auch gleich, Schwert und Schild müssen wir jetzt mal finden. Wie soll. Was? Wie sollte er dich und nicht. Ich glaube, ich könnte, wenn ich den B-Knopf drücke, das alles hier überspringen, aber ihr könnt ja lesen. Ja, ohne Schwert und Schild lässt er mich nicht durch. Das reicht denn. Das reicht doch. Ja, okay, sorry, ich hab gedrückt, weil der Trottel redet so viel. Ich bin so ein paar Mal ins Gesicht schlagen, damit er Ruhe gibt. Aber das ist leider nicht möglich. Da ist der Knopf. Ich habe mich noch an die. Ich denke noch an die Steuerung von. Link to the Past. Ja, was wir machen müssen, ist erstmal
ein bisschen Geld sammeln. Das Schwert holen wir gleich und das Schild auch. Ist alles hier in der Nähe. Das Schild kaufen wir uns. Das Schwert können wir finden. Hey. Du bist ja schwach. Kannst niemand ein bisschen Gras da aufheben. Das konnte aber dein Vorgänger im Super Nintendo schon. Ja, kümmert euch nicht um den. Durchsucht erstmal die Häuser. Ist irgendwo ein Haus mit Truhen. Ja, das ist es. Oh, 5 Stück. Ich glaube, wir brauchen 30. 1. Ja, das ist eine gute Truhe. 5. Okay, kleine... Ne, jetzt, das soll ein Witz sein. Geschichte. Ja, die Mido hat das ja gerade gesagt, der uns nicht durchlassen wollte. Wir waren zuerst feenlos und jeder... Kiri, diese kleinen Elfen hier, haben eine Fee oder bekommen sie nach einer Zeit. Ich habe ja keinen, also ich habe jetzt, ich habe ja jetzt auch eine. Da sind noch 5, die hole ich mir. Achso, okay, ihr habt ja gesehen, wie ich gerade 5 bekommen habe, als ich rübergesprungen bin. Ihr könnt ihr das wieder machen. Du brauchst nur in ein Haus zu gehen und dann wieder rauszukommen, dann habt ihr wieder die 5. Und wir holen jetzt die 5 auf der Brücke und... ja, wir sind hier im Kokiri-Wald. Der Dekobaum, ein ganz weiser, wie Gandalf, hat uns gerufen. Und wir müssen jetzt gehorchen. Wie ein willenloser Sklave. Oh, das ist geil. Ja, die da oben sagt nur, nein. Sie sagt nur, dass ihr mit Z, mit Leuten in den, wenn ihr Z drückt, so wie hier, könnt ihr mit Leuten in der Entfernung reden. Da steht das drin. Aber ich will nicht mit ihr reden. Ich hoffe, es waren 30 und nicht 40. Also Kokiri-Shop. Boah, du. Das machen die mit Absicht. Aber ist nicht so wild. Die jumpen einmal hier rüber. Und hier. Tada. Und die sind auch noch ein bisschen mit drin. Kommt schon noch einer. Das macht das Spiel wieder mit Absicht. Dann gehen wir mal hier rüber. So. Das ist schade. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Ocarina of Time machen sollte oder Master Quest. Master Quest, ja, ist dieselbe Geschichte wie Ocarina of Time, aber nur die Dungeons sind um einiges schwieriger und alle machen doppelt so viel Schaden an euch. Das heißt dann, ihr könnt dann ziemlich früh am Anfang sogar sterben.